Wir spüren das Vieh auf, machen's kalt und dann haben wir die Mission, Alter. Hast du dir zufällig gemerkt, in welchem Abteil der war? 9. Ist auch gar nicht so weit weg. Wir müssen nur zwei Gebiete. Nee, wir müssen doch zwei Gebiete durchqueren. Das ist verdammt spannend. Findste? Ja, ich meine, es ist klar. Nur Monster Hunter 1. Das ist ja das Krasse. Das musst du dir mal vorstellen. Monster Hunter 1 und dann schon diese Grafik, diese Atmosphäre und. Boah, Capcom hat da wirklich beste Leistungen erzielt hier damit. Wie bei Devil May Cry. Ja, kann man sagen. Auch tolle Spiele, wie ich finde. Sehr gute Reihe auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Viele halten ja den neuen Dante. Man, ja, so schlimm ist der gar nicht. Also eigentlich ist das ja der neue Alte. Ja. So, jetzt bin ich doch glatt mal hier schon fast falsch gegangen. Genau, jetzt sind wir wieder in Gebiet 9. Ich hoffe, ich krieg den hier zu fassen. Na sicher, du hast ja, wenn, hast du sowieso noch einen Versuch. Auf jeden Fall kriegst du den da hin. Er ist von unten. Du hast ihn ordentlich gewummert. Ah shit, ich hab das Mausbein erwischt. Er ist abgehauen. Er hat anscheinend schon... Dieser eine Schlag hat ihm gerade wirklich so ein bisschen das Fürchten gelehrt. Doch ja, der scheint nicht mehr ganz so happy zu sein, der Gendrome. Der ist direkt hinter mir. Nope. Ich depp. Ich vergesse ja, ich selber habe ja ein anderes System in Sachen Tracking oder Boxing als die Monster. Die Monster an sich können außerhalb der Areale noch interagieren oder einfach nur sich bewegen in einem Bereich, wo ich schon die Map wechsle. Das finde ich ein bisschen schade. Guck, da steht er. Jetzt muss er nur noch kommen und jetzt bekommt er drauf. Aufpassen, dass du nicht mehr wieder zurück ins Gebiet rutscht. Richtig, bin schon dabei. Jawohl, hilf mit, Velociprey! Braves Tierchen. Ich will dir gar nicht mal Damage machen. Und jetzt von unten! Ah, schade, ich bin erwischt worden! Shit. Die machen relativ wenig Schaden, da bin ich froh drüber. Okay, dieser Angriff ist dann wiederum heftig. Gott, ist das ein Getümmel gerade. Aber du wächst trotzdem die Übersicht, das ist gut. Jetzt wegrollen. Er ist auf dem Boden. Seitwärtsbewegung. Nicht ganz so geklappt, wie ich gedacht habe. Was willst du eigentlich? Brauchst du ein bisschen Aufmerksamkeit, Junge? Der geht gerade in so diese Stillhaltephase, wo er sich die Umgebung anschaut oder irgendwie nicht wirklich angreifen tut. Und jetzt nach hinten. Getroffen. Seitwärtsbewegung. Und von hinten. Nein, ich bin ihm gerade nicht wirklich in den Angriff reingesprungen, oder? Oh, das ist... Gorgi, was machst du für ein Cheat, echt? So, greift ihn mal eine Weile an. Hier, euren Paps. Vorsicht. Da kam der Velociprey so schnell. Soll ich flüchten? Ja, mach das mal lieber. Du hast ja noch Zeit. Leg dich doch mal schnell zurück, weil, ja, jetzt lieber nichts mehr riskieren. Du hast ihn ja fast. Oh! Da kam gerade ein IO-Prey von vorne! Gainprey. Ich bin gerade irgendeinem Tier, war es der Gendrome? Gerade in den Sprung gelaufen. Da war der Gendrome. Scheiße. Zweite Mal down. Jetzt müssen wir es reißen. Sonst ist es leider vorbei und das wäre verdammt schade. Das wäre verdammt kacke. Ja, vor allem, weil es glaube ich sogar das erste Mal wäre, wo ich komplett versage. Oder? Ja, genau. Die Felyn haben mich gerade wieder zurückgebracht, diese kleinen süßen Tierchen. Wie spricht man die aus, weißt du das? Die kleinen Katzentierchen? Ich habe die immer
Felin genannt, also die Felin, ja. Ja, Felin und Melinx, die Clown, die Schwarzen. Ja, das sind auch Felin, weil es ist ja, glaube sogar die, es ist ja dieselbe Rasse. Genau, aber die Gattung von den Felin heißen dann Melinx, oder? Oh, ich dachte schon, du kannst aber auch einfach Neko nennen. Neko, japanisch für Katze. Perfekt, perfekt, perfekte Scheiße! Der haut ab! Die lustigen Helferkatzen. Der haut ab, der haut ab, das freut mich. Der haut ab, der haut ab, das freut mich. Er ist in Gebiet 2, ganz in der Nähe von unserer Hütte. Sind da wenigstens keine Monster im Gebiet 2? Doch, oder? Abtonauts. Ja, okay, die machen ja nichts. Na komm her, Großer. Ich lass mich gleich mal gekonnt treffen, ha? Wie ein Großer. Aber ich glaube, ich bin hier mit ihm allein. Zumindest jetzt. Ich glaube nicht, dass die Kleineren hinterher machen. War glaube nie so. Oh. Es wird jetzt nochmal knapp. Er hat mich bisher einmal getroffen, weißt du? Also live hast du ja noch genug, Zeit ist auch noch, nur keine Hast. Ja. Immer schon mit Ruhe und Konzentration. Und jetzt von unten. Zeitpassbewegung. Und damit hat er nicht gerechnet. Deswegen kommt er jetzt nochmal, oder? Er haut ab. Schon wieder. Boah, der Ekelhafte. Na, dann müsstest du es auch gleich haben. Wow. Das ist ein gutes Zeichen. Gut, mit so Waffen wie Flashbombs hätte ich den jetzt so ein bisschen stunnen können. Das wäre... Oh Gott, ich benutze schon wieder diese Sprache. Ja, ist doch nicht schlimm. Das wär cool geworden. Also jetzt noch mit der Flashbomb hinterher. Du bekommst drauf. Doch nicht. Spaß, das nächste Mal. Was guckst denn du jetzt schon wieder? Hey, ich will dich down machen. Und da geht er. Nicht. Was tut er denn? Das Bruder, dass es rumsteht. Gibt er eine Chance. Er will es unbedingt. Und Zeitpassbewegung. Und von unten. Von hinten zu Smack und wieder vor. Zeitpassbewegung und nach hinten. Oh, wo war der Angriff? Wo war der Angriff, Goggi? Wo war der Angriff? Ich hab doch gedrückt. Da geht er down. Jawohl. Ich lauf einfach mal. Ich räume mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen weg, weil die Viecher sind immer noch da. Ich muss den ja irgendwie auch looten können. Ja, schnell looten und dann abhauen. Oh Gott, geil. Das ist mein Loot. Gameplay Scale. Wunderschön. So, dann gucken wir mal. Kann ich hier noch irgendwelche Pflanzen mitnehmen? Irgendwelche Angelegenheiten? Was haben wir hier drüben? Ein Baumstamm. Da kann man nicht looten. Soll ich ein paar Veloci Prey Heights looten? Oder ich guck mal, ob es hier irgendwas gibt, was man noch kennenlernen kann. Irgendwas zum Mitnehmen. Ein Strauch oder so. Gräser. Da! Was haben wir hier? Huskberry, na toll, die beste Beere, die ich gerade brauchen kann. Quest erfolgreich abgeschlossen. Werden auf jeden Fall 2 Folgen, sage ich jetzt mal. Hat ein bisschen gedauert. 35 Minuten sind wir gerade in der Aufnahme. Okay, Small Bone Husk bekommen wir gerade. Small Monster Bone. Richtig viel. Gameplay Fang, 5 Stück. Nummer 5, nochmal 5. 4 Gameplay Scale. 4 Gameplay Height. Und nochmal 4 Gameplay Height. Heilige Scheiße, ist das gerade. Unglaublich. Eine Belohnung gewesen. Kannst du auch gleich mal schauen, ob man sich damit schon ein bisschen Rüstung machen kann. Das könnte ich doch glatt mal schauen, ne? Machen wir das noch zum Abschluss. Dann geben wir das Ganze nochmal. Zum wiederholten Mal. Zum Voting raus, was ich denn jetzt eigentlich letztlich machen soll. Könntet ihr das Ganze natürlich auch gleich mal kurz vorstellen. Genau, machen wir das gleich live am besten. Ich trinke noch geschwind was. Mach ich auch, gute Idee.
Natürlich will ich speichern, heilige Scheiße. Wir haben das Game Throne platt gemacht. Wahnsinn. Okay. Schauen wir nochmal. Yo! Rüstungshandwerk. Schauen wir mal bei Kopfteilen. Genprey Helm. Können wir tatsächlich schon herstellen. Und eine Genprey Kappe. Kappe war, glaube ich, nur für Bogenschützen. Aber, ich finde es interessant, hier steht gar nicht dran, ob das für Bogenschützen und was für Krieger ist, sozusagen für Schwertkämpfer. Bei den Kappen nicht. Das finde ich interessant. Beim Rumpf ist es so. Hier zum Beispiel Klingenmeister, Schütze, Klingenmeister, das ist auch wieder frei. Die Velocipray Mail ist, Info, hat 6 Verteidigungen und die Werte von der Velocipray Mail, für einen Klingenmeister. Aber die Velocipray West, die hat keine Schützen, vor Bla-Geschichte, also man braucht kein Schütze sein, um diese Weste zu tragen, kann also anscheinend auch Klingenmeister sein. Hat allerdings nur eine Verteidigung von 3, aber eine erhöhte Hitzeresistenz. Also von den Werten her viel besser in Sachen Elemente wie die Mail, hat aber die Hälfte an Verteidigung. Also es ist so, bei den Westen und bei den Kappen ist es so, die sind ja wirklich nur ausgelegt für den Schützen. Man kann es ja auch auch ohne tragen, also wenn du jetzt Klingenmeister bist, Schwert benutzt und so. Der Bogenschütze setzt halt eher drauf auf Resistenz vor Angriffen. Also vor bestimmten Werten. Ja, Werten, stimmt, hast recht, ja. Das ist auch eher so sozusagen die leichte Rüstung für den schnellen Schützen. Und sonst, als Schwertkämpfer agierst du ja eher als Tank, da heißt, du brauchst eher solche direkten Abwehrdinger, also Abwehrpunkte. Ja. Damit du halt auch mehr einstecken kannst, weil sowas wie Feuerresistenz und so, das ist eigentlich mehr so unwichtig. Du könntest aber auch einen Bogenschützen spielen, halt mit einer schweren Rüstung. Also das ist dir überlassen. Okay. Dann müsste ich mich dann eigentlich auch noch reinfühlen. Was ich jetzt gerade auch sehe, ist, wenn ich meine Waffe verbessern will, bin jetzt gerade mal beim Boneblade Plus. Das kann ich weiterverwerten oder sofort weiter verbessern zum Agito. Das Agito ist, einfach nur mal ein neuer Waffengrad oder eine neue Waffe an sich, die ich aus meiner Waffe fertigen kann. Aber hier habe ich das Serpent Blade, das ich lieber hätte. Serpent Blade ist an sich nicht weiter groß skillbar, höchstens zum Serpent Blade Plus. Das ist halt eine Waffe, die sieht aus wie eine Velocipray oder ein Velocidrome. Ein blaues Schwert mit Schuppen, also es ist richtig krass und Fangzähnen. Und ich finde dieses Agito, obwohl ich es jetzt schon erstellen könnte, es hat ähnlich viel. Wie viel hat das? Ähnlich viel? Doch ja, es hat gleich viel Angriff. Und das Agito kann man noch weiter ausbauen. Es ist nur so, dass ich das Agito selbst hier schon herstellen könnte. Komplett selber, nochmals eigene Waffe. Und das finde ich interessant. Ich werde wahrscheinlich diesen Weg gehen. Ich werde mir vorübergehend das Boneblade zum Serpentblade umbauen. Zumindest was die Waffe jetzt angeht. Das Serpentblade mir erstellen, daraus ein Serpentblade Plus machen. Und das Agito dann wesentlich später erst umfunktionieren. Auch was sagen wir mal, den Werdegang von einem Iron Sword angeht, den muss ich natürlich auch noch beobachten und anschauen, weil ein Iron Sword erfinden kostet mich jetzt auch nicht sonderlich viel. 3 Iron Ore, ich habe genügend Kohle. Das wäre jetzt eine Angelegenheit, die könnte ich auch noch machen. Doch ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt auf Serpent Blade legen. Das jetzt vorübergehend als Waffe nehmen. So viel zu dem Punkt, genau. Rüstungshandwerk. Ich möchte es einfach mal kurz wissen. Von dem Kopfteil jetzt mal abgesehen, gehen wir mal auf den Rumpf zu. Genprey Mail könnte ich auch schon erstellen. Schefferlos Kutku Battle sogar. Heilige Scheiße. Was wäre denn wirklich fett? Vespoid, sagt er ja was? Vespoid? Ist das hinter diese Käfer? Mhm. Wäre eine Möglichkeit. Da hat. Ja, da muss ich noch einiges farmen. Aber da brauche ich auf jeden Fall sehr viele Items für. Hat eine Verteidigung von 9. Das ist echt ziemlich heftig. Beim Schefferlos. Verteidigung von 11. Okay. Das ist natürlich dann nochmal Nonplusultra obendrauf. Die Schefferlos-Mail.
Boah, darauf sparen, das wäre schon ziemlich geil. Aber ich muss vorübergehend echt gucken, wo ich bleibe. Du solltest vielleicht auch raussuchen, immer die stärksten Rüstungsteile und so. Du könntest dir ja auch, wie ich glaube, ich habe das schon erwähnt, ja, ich dachte, du könntest dir auch eine komplette Rüstung machen und die würde dir, glaube ich, auch nochmal einen Rüstungsboost geben, wenn man jetzt eine komplette Rüstung hat, dass die dir halt nochmal einen speziellen Bonus gibt. Das kann jetzt auch sein, dass okay. Ich total Müll erzähle. Das wird wahrscheinlich in einem späteren Monster Hunter Teil wahrscheinlich sein, oder? Ja, ich wüsste es ja selbst nicht so genau. Also ich erzähle gerade wahrscheinlich übelsten Müll. Ich schau mal in Sachen, was man kaufen kann. Ich meine, diese Hunter's Mail wäre kaufbar. Battle Mail an sich wäre auch kaufbar. Käuflich, sage ich jetzt mal. Wir sollten, glaube ich, eher, da diese Angelegenheiten zu kaufen sind, schauen, dass wir jetzt wirklich auf monsterspezifische Rüstungsteile gehen. Also Genprey sagt mir schon auch ein bisschen zu. Wobei mit einem Velocipray, mit einer Velocipray-Rüstung und einem Velocipray-Schwert sähe das Ganze auch wieder ziemlich geil aus. Was sagst du dazu? Ja, das ist, ich muss sagen, das ist dir überlassen. Du musst halt schauen, was dir halt am besten gefällt. Eine Bone Vest, was macht die denn? Verteidigung von 6. Die hat so gut wie keine Statusveränderungen. Außer minus 1 auf Donner und Drache. Jeweils minus 1. Das finde ich gar nicht schlimm. Ich komme da auf eine relativ neutrale Ebene. Okay. Beim Kutku, da habe ich eine Kälteresistenz von minus 5. Ach du Scheiße. Ja, das mit den Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Ich kriege hier sonst noch einen Sprachfehler. Ja, das ist eigentlich, an sich ist das wirklich egal, wenn man es so sieht. Also ich habe da nie drauf geachtet. Ich weiß jetzt nicht, wie du es machst. Ob dir das jetzt lieber ist, dass du jetzt gegen alles mehr also neutraler bist oder resistenter. Da musst du halt wirklich schauen, wie du das findest. Ja. Aber sonst hauptsächlich auf einen hohen Rüstungswert geht, also der höchste Rüstungswert ist immer gut und der höchste Waffenwert. Damit du auch die Monster halt besser platt kriegst. Und die Waffen haben ja auch nochmal eigene Eigenschaften. Zum Beispiel, du spielst ja Klubbe gerade mit dem Großschwert, oder? Richtig. Ja, und das ist halt schwerer damals als das Katana. Ja. Mhm. Das Katana, das ist dann halt einfacher zu schwingen. Und ist auch mehr wendiger. Katana, das ist, glaube ich, sogar noch eine Waffenklasse, die ist eigentlich Großschwert, aber ist eine andere Handhabung, oder wie ist das? Ja, genau, sozusagen. Also es ist schon ein Großschwert, aber es ist halt leichter und es lässt sich nicht so schwer schwingen wie das Großschwert. Okay. Was ich jetzt vielleicht noch mache, ist für die Rumpfteile oder ist vielleicht nochmal die Items an sich sind, glaube ich, auch alle gleich, die man auch benötigt von den einzelnen Komponenten. Dann würde ich jetzt einfach nochmal an die Zuschauer diese Angelegenheit hier mal durchgeben. Ich fange mal an beim Velocipray, dass ich jetzt mal zeige, was man dafür braucht. Und dann kann man ja entscheiden oder seine Meinung dazu abgeben, was sich jetzt rentiert. Ja, genau. Genau, ich blende jetzt gerade nur mal einzeln ein. Könnte sowas ja auch auslosen. Ich mach grad voll den Bullshit. Ich zeig den Leuten, was man für Items braucht, aber die sehen ja selber, dass ich es erfinden kann. Also sollte ich eigentlich hier auf Info gehen. Genau. Fail. Fail, epic fail. Ja, passiert halt. Das finde ich wiederum interessant. Hier ist die Genprey Vest. Die Genprey Mail ist für den Klingenmeister, aber die Genprey Vest ist nicht für den Schützen und für den Klingenmeister. Da ist einfach leer. Was siehst du? Ist leer. Ja, ist so alt, das erste Monster und das kann ja auch sein. Er ist bestimmt Fehler bei beim Programmieren oder halt vergessen, den Text einzugeben oder so. Du spielst das ja auf einem Emulator, da kann das auch sein, dass das dadurch ein Fehler ist. Tja, wenn du tatsächlich glaubst, dass das ein Emulator ist, dann hast du dich geschnitten, Mann. Das ist ein Original PlayStation 2, Alter. Sag bloß, du wusstest es nicht.
Ich hab jetzt gedacht, du spielst den PSP-Teil. Nein, 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 das ist der... Für... Oh, wow! Hoppla hopp! Das... Weiß nicht mal, was wir hier gerade spielen. Das ist der Monster Hunter-Teil für die PlayStation 2, Mann. Was? Oh Gott, das ist jetzt richtig peinlich. Nicht weiter schlimm, Quatsch. Oh Gott, für die PS2. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, wir spielen es für die PSP. Oh Gott. Nee, nee. Man muss ja sagen, es gibt ja Monster Hunter Freedom. Ich meine, das ist im selben Ambiente. Das ist dasselbe Areal. Ich glaube, auch für die PSP, ne? Ja, auch dieselbe Aussehen. Ich glaube, es ist sogar dasselbe Dorf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Alles eine Angelegenheit, die werde ich noch rausfinden. Also, es war, glaube ich, Freedom Unite, oder? Könnte sein. Oder? Keine deswegen Ahnung. Deswegen war ich jetzt auch ziemlich verwirrt, deswegen. Ja, egal. Wir betreten das Haus, tun unser Inventar leeren und flacken uns einfach mal, genau, hin. Speichern. So. Dich jetzt vielleicht nochmal gefragt, Gegenstände, die sich leicht farmen lassen und viel Geld bringen, gibt's da irgendeine Möglichkeit, die du weißt? Du kriegst auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, bei Free Ultimate wirst du auf jeden Fall zugemüllt mit sowas wie Knochenhülsen, die halt dafür gut sind, jetzt Munition herzustellen und so, das lässt sich eigentlich gut verkaufen und das brauchst du ja nicht. Du möchtest halt auch mal mit der Armbrust oder mit dem Bogen agieren. Ich sehe gerade die Schäferlos-Angelegenheiten, die ich für die Rüstung brauche, die werden sehr hoch gehandelt. Zum Beispiel verkaufe ich eine Schäferlos-Scale, also nur eine Schuppe, für 480 Zeni. Das ist schon ziemlich geil. Ich sehe auch gerade das Kutku Webbing, von dem ich 3 Stück habe, kann ich für 650 Zeni verkaufen. Die Kutku Shell, auch 345. Die Scale, von denen ich 11 habe, zu 250 Zeni. Und da geht's dann wieder runter. Da purzelt's dann wieder mit den Preisen. Behalt mal lieber das ganze Zeug, was du von den großen Monstern oder so sammelst. Weil das kann auch später bei anderen Rüstungsteilen nochmal hilfreich sein, dass du da vielleicht nochmal was von einem anderen Monster brauchst. Und dann tust du dich totfahren, weil du es nicht bekommst oder so. Das stimmt. Aber jetzt zum Beispiel Fische, wie der Burst Arowana, die werden zu 88 gehandelt. Das ist wiederum gut. Ja, die kannst du auch verkaufen, oder? Du wandelst die halt in Essen um. Das müsste ich gucken, wie dann noch die Kombiliste ist, weil ich bin gerade immer noch am Recherchieren und Zusammentragen. Es scheint wirklich keine Kombiliste für Monster Hunter 1 mehr zu existieren, weil überall nur noch Überschneidungen stattfinden mit aktuellen Monster Hunter Teilen. Das ist so ein bisschen zum Haare raufen, aber ich komme drüber hinweg. Es kommt ja auch bald der vierte Teil, ja. Genau. Schon von Monster Hunter. Das wird auch ziemlich cool. Ich sehe auch gerade, ich kann hier meinen Helden gerade zur Schau stellen. Da kann man ihn genau angucken. Wie cool ist das denn, um sich genau die Rüstung anzusehen? Ich glaube, geht das bei... Ich weiß nicht, ob es auf der PS2 geht. Auf jeden Fall auf der Wii U kann man sich nämlich auch nochmal die Dingsteile extra anschauen. Also die Waffenteile, wenn du jetzt im Laden bist oder so. Kannst du dir das nochmal komplett anschauen, das Modell? Nee, das ist glaube ich hier nicht der Fall. Wir gehen hier einfach mal raus. Ja. Flaggen uns ins Bett und beenden jetzt die Aufnahme. Doch ja, wir sind fertig, aber ich denke mal, dich nehme ich noch in Anspruch für irgendeine andere Farming-Quest. Ja. Die werden wir aber zum späteren Zeitpunkt mal machen, ne? Ja, klar. Okay, dann würde ich sagen, euch einen schönen Tag. Hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Mal wieder bei Let's Play Monster Hunter oder irgendeinem anderen Spiel, ne? Mit mir Frogoggy. Und ja, wenn der Eintopf dabei ist, ist er dabei. No. Auf Wiedersehen. Yeah. Alrighty then.